Hallo und herzlich willkommen zu noch einer kleinen Runde von Forever Skies. Ich hab grad Bock. So. Wir machen das doch noch zusammen, habe ich mir gerade spontan entschieden. So, wir bauen hier nochmal einen Tisch. Und nochmal zwei Pflanztöpfe für den Tisch. So, wir landen jetzt. Ich nehme die Flaschen mit und wir holen uns sau viel Schmutzwasser. Bürokratisch. Schön hell. Printing completed. Printing completed. Sachte. Boom. Ja, hier kann nämlich auch oft was kaputt gehen, wenn das so immer so landet. Das ist ein bisschen ungeil. Wo habe ich die leeren Flaschen reingeschmissen? Hier nicht. Hier auch nicht. Hier. Ich schmeiß die jetzt mal da rein. Mein Messer? Wieso ist mein Messer hier nicht mehr unten drin? So. Okay. Ja, vielleicht können wir es im Endeffekt nochmal nach vorne mehr erweitern und vorne noch einen Ballon ranpacken oder so dann. Dann hätte ich so wieder ein ziemliches Problem mit dem Steuern, aber es würde funktionieren. So, ah, da war das Loch. Ha, da war das Loch. Ha, da war das Loch. Alles klar. YouTube hat mir gerade meine Playlist-Werbung reingeballert. Alles klar. So, das ist nämlich eine unendliche Schmutzwasserquelle. Okay. Also 100 kann ich mitnehmen. Alle Flaschen auffüllen. Nee, geht's gar mehr, oder? Nee, genau, 100 kann ich mitnehmen, alles klar. Und das ist nämlich das Gute, also wenn ihr einmal den Filter habt, könnt ihr halt euch unendlich Wasser dann auch hier holen. Ihr könnt euch da, wenn ihr halt jetzt anfangt, wenn die Updates durch sind, wie mit dem Wassertank und so, was ich am Anfang noch gar nicht hatte, ne, dann könnt ihr euch da halt schon einen übelsten Vorrat anlegen und müsst da auch nicht irgendwie Panik haben und so. Genau. Die Sache ist, hier mache ich ja Dünger, wenn ich das richtig verstehe, ne? Da hieß ja bei der Destillieranlage, hieß doch, dass ich da Dünger herstellen kann. Den habe ich natürlich jetzt nicht, aber ich würde jetzt mal dann versuchen, Sachen anzupflanzen mit euch ohne Dünger. Ich hoffe, das haut hin. So, die kleinen Pflanztöpfe. Hier wird gerade schon, hier ist schon einer Mache. Tue ich alles drüben in so einen Tank dabei rein, oder? Ja, komm, let's go. Alter, alles hat Schmutzwasser reingefüllt. Cool. Okay, das ist natürlich cool, wenn das so schnell geht. Gefällt mir. Warte mal. Also der Tisch. Ah, dazwischen wird da nichts mehr passen. Ich hatte gehofft, vielleicht so ein großer Pflanzstoff, das ist ja irgendwie dazwischen. Wobei, wir können das mal... Na, warte mal, wir können das gleich mal... Warte mal, ich habe da eine Idee. Vielleicht sieht das, einfach nur, ne, das rein optisch, vielleicht sieht das. Große Saat. Ja, was ist denn dann eine große Saat? Das ist eine gute Frage, ne? Nee. Das ist irgendwie... Das können wir dann hier hinsetzen, so. Okay.
Okay, Wasser ist alle. Die Frage ist, reicht das Wasser dann für eine Rotation sozusagen? Weißt du, was ich meine, dass es dann einmal durchgeht quasi? Okay, das nimmt dann unter alles, weil ich so viele Flaschen im Inventar habe. Okay. Ja, ich verstehe das Prinzip. Das heißt, du musst dann Flaschen ablegen. Das heißt, da unten eine Kiste zu haben, wo du Flaschen halt zwischenlagern kannst, ist nicht verkehrt. Okay. Ja gut, es ist gut zu wissen. Ja, da wird es dann später noch eine Mechanik geben, dass man das schnell filtern kann wahrscheinlich. So, hier ist überall Wasser drin. Hier fehlt noch Wasser. Da hat auch Wasser. So, jetzt holen wir das Saatgut. Wir können ja schon mal hier... Verbleibende Zeit 8 Minuten. Okay. Das heißt, in dieser Folge werden wir das erste Saatgut sehen. Ja, wir könnten nochmal 6 bauen hier, ne? Eigentlich können wir nochmal 6 Filters Sachen bauen. Ja, wir müssen das dann umbasteln. Die Produktionsmaschinen kommen darüber und das... Die Tanks, Wassertanks kommen hier hin oder so. Oder hier dahin. Wobei, ne, ich weiß nicht, wie groß dann die großen sind. Okay, Saatgut. Dann gucken wir mal. Sonnenmelonsamen. Ach, hier, guck mal, da steht's doch. Anbau, große Samen. Ah, guck mal. Ah, guck mal. Meteorit. Das ist übrigens das neue, Meteoritenbohnensamen. Das war das neue, was ich gefunden habe. Kleiner Aster. Große Samen. Hummerpaprika. Große Samen. Große Samen. Aber davon können wir mal zu Zweier anbauen vielleicht. Was haben wir noch? Samen mehr von Hapsis. Hinten, das habe ich ja gerade hier. Flurfeuersamen. I don't know. Kreuzblume. Kreuzblume. Samen der Hummerpaprika. Das sind, glaube ich, Blumen, ne? Da muss ich ein bisschen probieren. I don't know. Okay, das heißt, wir bräuchten noch mehr große. Ja gut, wenn das halt funktioniert, kann ich da immer Wasser reinkippen? Ist das dasselbe Prinzip? Ich muss mal kurz gucken. Hier gibt es keinen Wassertank. Doch, gibt es einen Wassertank. 5 Wasser hinzufügen. So. Jetzt pflanze ich da einfach so die Sonnenmelone ein. 16 Minuten Anbauzeit. Sehen wir auch noch in der Folge. Okay. Oh, da kommt wirklich eine Pflanze. Cool. Anbau. Anbau. I don't know. Wir bauen es an. Das sind alles große Samen, das sind auch große Samen, das sind kleine Samen. Man sieht es schon so ein bisschen, ne? Also ein bisschen Licht wäre auch noch geil. Das müsste ich eigentlich auch mal machen. Wir bräuchten dafür unten noch eine Kiste. Oder irgendwas. So ein großer ist Plastik und Biomasse, das geht eigentlich voll klar. Biomasse, gar kein Problem. Plastikmüll ist eigentlich auch kein Problem. Bisschen schwierig, aber kriegen wir hin. Tu mal das Wasser wieder. Okay. Da haben wir noch 2 für die großen. Hier stelle ich doch auch Licht her, ne? Genau. Wandlampe W. Spendet neutrales Licht, spendet warmes Licht. Warmes Licht liegt eigentlich auch gut, ne? Elektrische Elemente, Epoxid. Ich baue ein bisschen sowas, ey. So ein paar Lampen wären schon nicht verkehrt.
So. Die Lampe haben wir. Das war jetzt die normale? Ne, die mit warmes Licht habe ich gemacht. Okay. Scheiße, Inventar voll. Ha, Inventar voll. Ich habe mir gedacht, man könnte die vielleicht hier so... Na, so, und dann vielleicht da oben noch eine hin. Ich glaube, das könnte ganz gut aussehen. Okay. Ich hoffe, dass die Pflanzen dann so bleiben, so optisch, dass man das so ein bisschen... Oh, wie geil! Es wächst. Wie schön. Kann ich das schon ernten? Nee, Wasser hinzufügen, ich wollte gerade sagen. Ja, ich würde gerne noch so einen haben. Okay, schon eine Wasser verbraucht. Schön das aussieht. Mit dem Bild dahinter, mit den zerklüfteten Welt, ey. Der zerklüfteten Welt dahinter. Einfach das sieht so, so surreal aus. Crazy. Okay. Printing completed. Einfach hier unten so ein bisschen Licht oder so. Könnte man oben hinpacken, aber ich glaube, unten ist ganz okay. Ja, ich muss mit mehr Licht arbeiten. Ja, das vernachlässige ich auch ein bisschen, Licht zu benutzen. Jetzt habe ich hier... Da kann ich jetzt nicht nachgucken, ne? Kann ich noch... Habe ich noch genug für... Ich muss wieder farben gehen, ne? Es nützt nichts. Ihr seht, wie schnell das hier alles rausgeht. Epoxid. Nee, das hier. So viel Schmutzwasser ist gar nicht mehr da. Okay, Reinigung im Gange. Dann tue ich das saubere Wasser jetzt schon mal in den Tank und hole nochmal Schmutzwasser, glaube ich. Nee, hier geht nur schmutziges Wasser rein. Warum? Nimm doch das. Du kannst auch sauberes Wasser da rein tun. Oh, das geht gar nicht. Aber warum? Die Tanks dürfen nur schmutziges Wasser beherbergen? Ich dachte, das hat es reingetan, weil es an erster Stelle stand. Aber das geht nur für Schmutzwasser. Das ist ja doof. Dann brauche ich auch nicht vier Tanks. Also. Dann reicht so einer. Dann reicht der auch hier drüben. Dann ist das ein bisschen lame. Wenn es es nur deswegen so ein bisschen. Warte mal. Ach, schade. Ich wäre so schön, wenn das noch irgendwie einen Nutzen hätte. Hm. Also unten den Schrank, wo man vielleicht die Flaschen, Na, guck mal, ich habe ja noch mehr Schmutzwasser. Schrank für die Flaschen wäre noch gut. Hätte ich vorhin mal irgendwo einen Schrank drin rumfliegen gesehen? Hier war da irgendwo ein Schrank. Ah, da.
Tun wir hier die Flaschen rein. Ja, jetzt kann ich natürlich die Frischwasserflaschen nicht scheiße. Die Tanks können wir mit hier reintun derweile. Jetzt die Frage, wie mache ich das jetzt? Habe ich hier die Frischwassernummern drin? Was bräuchte ich für das Upgrade nochmal für die kleinen Flaschen? Plastikmüll und Polymer. Habe ich noch Plastikmüll? Ich glaube nicht mehr, ne? Er kann noch ein bisschen was produzieren. Printing completed. Printing completed. Printing completed. Ja, musst du es halt on the fly machen gerade. Ich habe irgendwie einen komischen Grafikglitch. Wahrscheinlich, weil ich noch diese Wände eingezogen habe. So wie ich das hier gebaut habe, ist das, glaube ich, nicht gedacht. Between mal was trinken hier. Ja, dann können wir, wir können ja, warte mal. Oh, nichts mehr. Wir können ja ein bisschen Wasser auch in den Kochtopf schon reintun. Das geht ja auch. Guck mal, zum Beispiel das hier jetzt, ne? So, ein bisschen Wasser reingeschmissen. Fertig. Dann kann ich noch ein bisschen Schmutzwasser holen gehen. Ach komm, ich behalte einfach die kleine Flasche, nehme ich auch noch mit. Habe ich noch mehr Flaschen, die ich mitnehmen kann? Leere Flaschen, ja, die hier. Let's go. Hab ich noch irgendwelche Flaschen reingetan, die leer sind? Yo, let's go. Holen wir nochmal eben. Ich muss aber wieder pennen gehen, ey. Ausdauer ist auch schon wieder am Limit. Irgendwie habe ich auch gerade komisches Flickern, ne? Hier. Gar nicht gut. So. Deshalb ist das hier unendlich, oder? Wie sieht das? Okay, jetzt ist es voll. Nee, das sinkt nicht. Nee, das sinkt nicht. Das sieht bloß so aus. Ja gut, wenn ich natürlich jetzt... kann man die noch Frischwasser in so Flaschen aufbewahren? Ich bräuchte auch noch einen Tank. Genauso, wenn ich... Wenn ich... Oh, die Pflanzen! Oh, wie geil! Das Greenhouse, es wird. I love it. Scheibe. Tank voll. Ich würde jetzt hier mal so ein paar Flaschen... Seite legen. Wir haben jetzt genug Schmutzwasser. Ich habe genug frisches Wasser, was ich mir jetzt halt wieder herstellen könnte. Hier habe ich noch nichts angepflanzt. Was steht da? Mehrfach erst mit konsumieren. Na, guck mal, jetzt könnte ich die einfach nehmen. Ach, das sind die... Okay, wir nehmen mal. Und Saatgut gleich wieder bekommen. Da muss ich irgendwie neu einpflanzen. Aber ich könnte die einfach auch so stehen lassen, wie sie jetzt sind. Okay. Das ist sehr cool. Und du kriegst immer wieder neues Saatgut dazu.
Tintenknolle. Oh, let's go. Man kriegt zwar immer drei was raus. Das ist angenehm. Fehlendes Wasser. Ah, das despawnt dann und nicht, wenn Wasser fehlt. Das bleibt halt einfach. Muss ja nur Wasser nachfüllen. Das finde ich aber angenehm. Dass du nicht dann irgendwie das alles verlierst. Oh, wie geil das aussieht. Was habe ich denn hier eingepflanzt? Das sieht so toll aus. Ich schmeiß die Knollen gleich mal um in den Kühlschrank. Was brauchte ich nochmal? Ich brauchte Biomasse und für ein großes Gewächshaus Biomasse und Plastik. Ja, Plastik ist gerade. Nee, warte mal. Na, warte mal. Moment. Die beiden haben doch jetzt ordentlich schon wieder geerntet, denke ich. Oh ja, haben sie. Sogar out of Strom jetzt. Eieiei. Okay, jetzt könnte ich natürlich wieder Plastikmüll herstellen. Plastikmüll herzustellen, das ist irgendwie so weird. Nee. Hier. Plastikmüll. Dann holen wir Biomasse. Ja doch, Biomasse. Dann können wir noch ein paar herstellen. Einfach nur, weil es auch schön aussieht. Ich finde, das sieht halt ultra hübsch aus. So, nach den gucke ich mal. Oh, es klingelt. Einen Moment. So. Okay, wieder da. Dann hole ich mal kurz noch die Biomasse. Dann machen wir noch ein paar große Pflanztöpfe. Dann hole ich das Saatgut von oben. Das Saatgut war hier überall verstreut, ne? Wir haben noch die Kaffeenuss, haben wir auch noch. Das haben wir auch noch. Ich glaube, die Hungerpaprika war das, oder? Kaffeenuss. Das ist hier. Hier habe ich auch nochmal leere. Oh, hier habe ich auch nochmal. Das. Was ist hier noch drin? Nicht. Okay. Da haben wir noch ein bisschen was. Mal gucken, wie viel ich jetzt herstellen kann. Von den großen Pflanztöpfen. Noch zwei, okay. Printing completed. Oh, Kaffeenuss ist drin. Jetzt wird gleich Frischwasser wieder. So. Printing completed. Okay. Wasser. Wobei. Was ist der hier? Fatigue. Rest is recommended. Ja, ja, sofort. So, da habe ich auch was eingepflanzt. Das eine noch.
Das finde ich ein bisschen cool gerade. So. Nochmal Paprika, Hühnerkoriander, da tun wir da rein. Let's go. Mit Dünger wäre der Ertrag wahrscheinlich halt noch krasser. Ich habe das Gefühl, dass das Licht hier was bringt, möchte ich jetzt mal anmerken. Also Licht ist das. Das ist Licht, Freunde. Wie geil ist das denn? Wasser hat's noch. Melone ernten. Oh, das bleibt. Wie cool ist das denn? Okay, das finde ich mega. Hab nichts mehr. Shit. Ich kann mal ganz kurz umfüllen. Okay, Schmutzwasser wieder rein. So. Frischwasser ist hier überall drin, ne? Genau. Hier ist immer so eine komische Bahn dran hier oben. Aber, also, ich glaube, das wird sehr geil. Mit dem Greenhouse, das wird mega gut. Das Licht ist außerdem für den Arsch. Das Licht ist komplett für den Arsch. So. Hier könnte man natürlich auch noch einen zweiten Schrank für so Saatgut hinmachen, ne? Ich glaube, so ein zweiter Schrank für Saatgut. Wer hat denn noch einen Schrank hier? Eine Kiste. Eine Kiste für Saatgut, oder? Eine kleine Kiste für Saatgut? Könnte ich. Oh. Das ist cool. Guck mal, dann tun wir Saatgut in Zukunft hier unten rein. Das ist praktisch. Und das heißt, diese großen Pflanzen werden wahrscheinlich so zweimal Früchte tragen, sage ich jetzt einfach mal. Er hat die Melonen bekommen. Wie geil. Das ist so mega gut. Ei. Fucking like it. Oh, schau mal, dieses kleine auch noch. Oh, das kann ich auch wieder zurück tun. Okay, Leute, da haben wir damit endlich mal angefangen. Mit Pflanzen an. Oh. Die haben auch schon. Die haben auch schon Früchte. Das ist so nice. Achso, ich wollte das hier reintun. Zack. Die könnte ich halt auch schon ernten, ne? Okay. Ich hau den Charakter mal ganz kurz hin. Vorher esse ich noch was. Das hat nicht viel gebracht. Ach stimmt, die Melone bringt nicht so viel. Oh, dann hau ich mir mal hin. Und dann werden wir in der nächsten Folge mal hier auch ein bisschen dekorieren wieder. Dass das alles wieder hinhaut. Und dann werden wir uns der Story wahrscheinlich weiter widmen, dass wir da unten wirklich mal erkunden gehen. So. Gut. Dann würde ich aber sagen, was ist für die Folge und für die kleine Aufnahmerunde. Und wir hören und sehen uns dann bei der nächsten Runde wieder. Macht's gut. Bis dahin.